Vorträge hier gehört und ich finde jeden toll, weil er immer wieder was verändert, immer wieder was neu macht. Was wichtig ist, du bist Schulreferent, du gehst in Schulen, du gehst in Vereine, du gehst in Kindergärten, jeder, der dich bucht, um mal was über Haie zu erzählen, zu erklären und den Leuten auch die Angst zu nehmen, den Kindern die Angst zu nehmen und auch mal zu sagen, wie es eigentlich um den Hai steht im Meer. Ja, und es wäre mega frustrierend, wenn jetzt alle hier sitzen würden und eigentlich meine Kollegin Dr. Iris Ziegler sehen möchten, aber die hängt irgendwo zwischen Lissabon und diesem komischen Flughafen hier in Düsseldorf, der gerade bestreikt wird. Und die hat es nicht geschafft. Sie wird wahrscheinlich eine Stunde später hier sein. Und ich habe gesagt, ich springe schnell ein. Jetzt habe ich eine hohe Verantwortung, weil Annika hat schon so viele Vorträge gehört hier. Und ich muss jetzt, ich stehe unter Druck, ich muss mal was Neues machen. Und ich habe mal gedacht, wir hatten gerade am Stand drüben jemanden, der hat uns erzählt von seiner ersten Haibegegnung. Und ich habe gedacht, das machen wir jetzt. Habe jetzt so ein bisschen was zusammengesucht an Folien spontan und gucke, ob wir das jetzt hinkriegen. Also, was passiert, wenn wir uns begegnen? Na komm. Lukas, fährst du die Maus mal in die Präsentation rein? Danke. Nö, geht nicht. Doch, da bin ich. Ja, also Haibegegnungen sind für jeden Taucher was Besonderes. Ja, ich bin Taucher, ja klar, keine Frage. Ich weiß, dass Annika auch Taucherin ist und auch schon Haibegegnungen hatte. Ja, das ist so die Filmer und Fotografen, die wollen es mal ganz nah haben und ja, ganz direkt dran. Es gibt andere Menschen, die sind auf dem Adrenalinkick, da kann es nicht gefährlich genug sein, so in dieser Sache. Wir befüttern da einen Tourismus, den Hai-Tourismus, der gar merkwürdige Dinge macht mit diesen Tieren. Und ihr seht da unten im Kettenhemd, wie da jemand Haie anfüttert, denn ohne Haie natürlich kein Hai-Tourismus. Und ich sage gleich nochmal so ein paar Sachen, worauf man achten sollte, wenn man sich damit irgendwie befassen möchte oder wenn man das mal machen möchte, mit Haien tauchen. So, ja, ich habe gedacht, ich fange mit meinem eigenen Hai-Erlebnis an. Also ich habe mittlerweile so über 1000 Tauchgänge und bei 500 bis 500 habe ich keinen Hai gesehen, weil ich gesagt habe, ich will nicht hinterherlaufen, ich will keine Haie angefüttert haben, ich will keinen Hai-Tourismus. Wenn sie kommen, ich freue mich unglaublich, aber sie müssen zu mir kommen, ich will nicht zu ihnen kommen. Und ich hatte zwei Tauchsafaris direkt hintereinander und am letzten Tag waren wir in Ägypten vor Port Galib und da ist Elphinstone, das ist so ein großes Freiriff, berühmt für Haie. Ich war schon 15 Mal vorher da, habe nie einen Hai gesehen, ne, wie gesagt. Und wir hatten wieder einen schrecklichen Tauchgang hinter uns an diesem blöden Elphinstone, wieder ohne Haie. Und wir liegen so in der Sonne nach dem Tauchgang. Mit einmal ruft einer, da ist ein Hai. Und ich sofort, hey, wer will mit mir ins Wasser? Und alle Leute um uns herum. Also alle hatten Angst vor Haien. Ne? Und einer, der hatte Kanadier, der hatte 3.500 Tauchgänge, der Bursche. Und der sagte, klar, komm, gehen wir rein. Und der Guide sagte, nee, also nur mit Gerät, ne, nicht oben an der Oberfläche. Dann sind wir da rein. Und Elphinstone ist ein Freiriff, es liegt wirklich mitten im Roten Meer. Und wir beiden sind dann da rein und haben dann tatsächlich auch so einen Kollegen gesehen. Ja, war super schön. Der kreiste da unten rum und der hat bis um uns herum und wir haben mit ihm ein bisschen gespielt. Es war wirklich total nett, aber irgendwann kam mal so dieses, ach okay, wir müssen ja nochmal gucken, wie wir nach Hause kommen. Ne? Und dann haben wir aus dem Wasser rausgeguckt und dann war unser Boot so klein. Ups, riesige Strömung, ne? Wir zurück und dann wirklich volles Programm zurückgeschwommen, unter der Wasseroberfläche, ja, aber volles Programm und in unserem Kopf ging dann immer dieses Bild dann durch, ne? Weil der Hai kam immer hinter uns her, dumm, 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 kam an uns vorbei, schwamm nach vorne, drehte rum, kam uns wieder entgegen, wieder hinter uns, wieder dumm, 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 dieses Bild, ne? Ich weiß, dass das totaler Blödsinn ist, ja? Das hier gibt's nicht, das hier sieht so aus, ne? Es ist einfach nur Fake, ja? Und ich weiß, sie tun nichts, aber es war kein gutes Gefühl. Ich habe gedacht, hoffentlich weiß er das auch, hoffentlich hat er auch so einen Vortrag gesehen. Hat er. Er hat uns natürlich nichts getan. Und alles ist gut ausgegangen und wir waren wieder auf dem Schiff und alles war gut. Zwei Tage später waren wir wieder in Elphinstone mit der neuen Truppe
Und es ist selten, dass man am ersten Tag Elphinstone macht, weil Elphinstone ist schon anspruchsvolles Tauchen. Wir haben es gemacht und dann hieß es wieder, ja, wir tauchen an einem Riff entlang und ich habe gesagt, ach, nicht schon wieder, wieder keine Haie sehen. Und habe zu meinem neuen Buddy gesagt, vertraust du mir? Sagt er, spinnst du, ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie gesehen. Ja? Wir kennen uns seit einem Tag. Ich sage, pass auf, wir springen da hinten jetzt mit allen rein, gehen ganz schnell am Riff vorbei und machen nichts anderes, wie unter das Boot gehen. Und da warten wir einfach. Gesagt, getan, wir unter das Boot und siehe da, da waren sie. Und wir haben da unten gehangen und die Haie sind um uns herum geschwommen. Zwei waren es und es war super, super schön. Sie haben die richtige Entfernung gehabt, sie waren an uns interessiert, das konnten wir sehen. Sie haben aber, ich erkläre es gleich, warum, woran man sieht, sie haben gesehen, was wir sind, nämlich Menschen und damit stehen wir nicht auf der Speisekarte. Alles war gut, ja. So, und dann kam unsere Gruppe aber an, von hinten, von dem Riff. Und die sah aber da, unter unserer Leiter sind Haie. Und dann war erstmal so gesagt, sie bremsten durch und warteten dann erstmal. Und der Guide hat auch nicht viel gemacht, er hat es einfach mal so genossen. Und dann haben sie aber gesehen, dass wir da ganz entspannt mit den Haien waren. Wir haben alle Regeln eingehalten, zu denen ich gleich auch nochmal komme. Und dann sind sie dann irgendwie auch unter das Boot gekommen. Am letzten Tag der Safari werden Bilder getauscht. Ne? Und dann fand ich dieses Bild als Serie. Und das ist mir passiert, unter dem Boot war das. Das ist eines dieser Bilder. Und der Hai war erst klein und wurde dann größer und kam immer auf mich zu, gerade auf mich zu, wurde immer größer, immer größer, immer größer. Und ich habe dann echt gedacht, du Arsch, wenn du mich jetzt anpackst, dann packe ich dir auch an. Ne? Und er ist wirklich ganz knapp vor mir, hat dann abgedreht und ist dann weg. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, komisch, ich habe das doch gar nicht fotografiert. Dann habe ich gesagt, sag mal, wie kann das denn sein? Das war meine Position, er ist auf mich zugeschwommen und ich habe gar keine Fotos gemacht und jetzt gibt es diese Serie. Da sagt einer von denen, hast du das nicht gemerkt? Die haben sich alle hinter dir versteckt und über deinen Rücken fotografiert. Ja, okay. Ich wollte ein bisschen über Haitauchen erzählen. Ich habe, glaube ich, ein ganz großes Slot heute, ne, von Iris, oder? Du bist der Letzte, also du kannst jetzt auch eine Stunde reden, du merkst dann irgendwann, dass ich abhaue. Okay, also Fragen, aber du hast Zeit. Wenn es langweilig wird, ist es ein gutes Gefühl, das Letzte zu sein. Es ist enorm. Also, mit wem gehe ich Haitauchen? Also man sollte schauen, mit wem man Haitauchen geht. Ja? Haie sind kein Streichelzoo, ja, gar keine Frage. Und das Risiko trägt letztlich jeder selber. Aber man sollte sich schon anschauen, mit wem man Haitauchen geht. Die Guides sollten heim- und ortskundig sein, das ist wichtig. Wir hatten jetzt eine Safari, da hat sich dann die Taucher beschwert, dass der Guide nicht so ausgefallene Sachen mit denen machte. Aber das ist richtig, der Guide war in der Hochsaison aushilfsmäßig da und hat nur das gemacht, wo er sich 100% sicher war. Und das ist auch richtig so. Und ja, die Guides müssen zahlenmäßig zur Gruppe passen, die Gruppe darf nicht zu groß sein. Und wir haben in vielen Ländern Richtlinien und Gesetze da und da müssen sich die Veranstalter und Guides auch dran halten. Und das ist auch wichtig, dass wir da mit einem Auge auch mal hingucken. Was kann man wissen, wenn man mit Haien taucht? So ein Hai kommt auf einen zu und er hat eine Flossensprache. Heute sagt schon jemand, wenn die Flossen so runter haben, ne? Dann sind die aggressiv und greifen an. Ich sage nicht ganz, kann auch sein, dass die einfach nur bremsen. Aber wenn der so ankommt, dann macht er eine Flosse runter, dann bedeutet das, er fährt links rum. Na? Er bremst das dann aus, natürlich respektive auch natürlich rechts rum. Und wenn er tatsächlich dann mal so ankommt, dann ist er wirklich in einer Hab-8-Stellung. Weil von hier aus kann er sekundenschnell einen Turn einleiten, aber das heißt noch lange nicht, dass er aggressiv ist. Er ist in einer Hab-8-Stellung. Das ist auf jeden Fall klar. Wir haben viel über Haie gehört und ihre Sinnesorgane und das erklärt auch gleichzeitig dieses Ampelsystem. Grün ist, der Hai ist weit weg, das ist für uns problemlos. Gelb ist, er kommt sehr nah schon mal ran. Und rot, dann ist er wirklich bei uns dran auch. Und ich kann so ein bisschen nochmal einen Rückgriff machen, warum das so ist. In diesem grünen Bereich, da kommt er an, kommt angeschwommen, guckt. Ah, okay, ja, die kenne ich. Das waren die, die letzte Woche auch schon da waren. Da spüre ich jetzt mal zurück, weil mich interessiert es nicht.
er dreht um. Das sieht man hier, er dreht ab. Und der Taucher sagt eigentlich immer, oh, ist das oh, schade. Ne? Da sieht man zwei Fuchshaie, die drehen auch gerade nach rechts und links ab. Das ist so dieser grüne Bereich, das ist völlig problemlos. Wenn wir in den gelben Bereich reinkommen, das ist dann schon die Zone, wo der Hai ganz gerne mit uns kommunizieren möchte. Vielleicht nicht Kommunikation in beide Richtungen, aber er will was von uns wissen, nämlich was bist du eigentlich? Und dann kommt er an und dann schwimmt er an uns vorbei. Und wir haben schon hier gehört, Haie haben ganz tolle Organe, Sinnesorgane, unter anderem ein Hai, ein Seitenlinienorgan. Und er kann über Druckverhältnisse, die er aufnimmt, wenn er an uns vorbeischwimmt, kann er uns abscannen und kann ein Foto von uns machen und sieht dann, aha, es ist ein Fisch, es ist ein Mensch, es ist eine Robbe, es ist ein Laster. Ja? Ja, so sieht das dann aus, wenn die dann hier dichter an uns ranschwimmen. Wenn die in den roten Bereich kommen, dann wird es, ich sag mal, ich will nicht sagen unangenehm. Viele sagen, oh, endlich kommt er mal dran, dann kann ich den toll fotografieren. Aber das ist schon der Bereich, wo er eigentlich nicht hingehört. Denn er hat eigentlich Abstand zu halten an dieser Stelle. Er schwimmt gegen den roten Bereich und schwimmt wieder zurück. Er kann dann aber auch noch näher kommen und das ist dann wie begreifen. Er möchte uns begreifen, er möchte uns abtasten, er möchte uns berühren. Das, manchmal schwimmt er gegen die Kamera, das hängt zusammen mit seinen Lorenzinischen Ampullen, ein Organ, was elektrische Impulse, ganz, ganz kleine, empfinden kann und messen kann. Dann schwimmen sie ganz oft schon mal gegen die Kamera, aber auch um zu wissen, was ist das eigentlich, was der da in der Hand hat. Manche Leute benutzen die Kamera auch, um ihn dann wegzudrücken an der Stelle. Das ist aber schon sehr aufdringlich. Das muss man mal schon ganz klar sagen. Da gehört er nicht hin. Den Abstand hat er zu halten. Und wenn es dann so weit kommt, dass man ihn sogar wegdrücken muss, dann, das kann man machen, da passiert nichts. Er hat ja die Zähne nur im Mund, ne? Mehr ja nicht. Aber dann ist er respektlos. Das muss man wirklich sagen. Und da muss man auch... Das Internet ist voll, YouTube ist voll von Szenen unter Wasser, wo ich immer die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wo wirklich die Haie völlig respektlos durch die Taucher durchschwimmen. Und wer das Video kennt von dem letzten Unfall auf den Brothers, das war so ähnlich. Der Hai ist da zwischen den Leuten hergeschwommen, hat extremes Interesse an einem gehabt, der mit einem Shorty getaucht hat. Klammer auf, weiße Sachen sind immer das Zeichen bei Fischen für Verletzungen und er hatte weiße Beine und er hat sich aber immer fleißig gewehrt und dann kam irgendwann ein Side-Mounted-Taucher dabei, da vorbei und es sieht so echt so aus, als wenn er aus Frust einfach mal zugebissen hat. Er hat ihn leider ins Bein gebissen. Das war der letzte große Unfall, den wir gehabt haben in Ägypten. Apropos Biss, ne? Das ist dann das Letzte, wenn er dann sagt, ich will jetzt wissen, was ist das wirklich, dann beißt er rein und wir haben jetzt hier solche Zähne wie Gabeln, die stechen nur rein. Wir haben aber auch Haie, die haben Zähne wie Messer, das heißt, die schneiden und kein Mensch geht ja her und sagt, guck mal, beiß mal rein, ne? Guck mal, was das ist, sondern wir reißen natürlich zurück und erschrecken uns und dann kommt es zu diesen schrecklichen Verletzungen, wo Arterien meistens oder Venen getroffen werden und bis der Taucher dann aus dem Wasser raus ist, ist er dann oft verblutet. Der Hai kann eigentlich nicht so richtig was dazu, dass das jetzt so schlecht ausgeht. Das liegt eigentlich daran, dass wir dann die Leute nicht schnell genug versorgen können. Was ist jetzt? Lukas, ist das ein Film? Doch! Ach, jetzt möchte ich euch so einen kleinen... Haben wir einen Ton?
20 Menschen werden jedes Jahr durch defekte Toaster kommen, die ums Leben. Also, kleiner Gag am Rande, um nochmal zu zeigen, es ist eigentlich, gibt es keinen Grund, erstmal nervös zu werden, wenn man einen Hai hat. Lukas, wärst du den nächsten Film bitte auch nochmal ab? Es ist ein bisschen unkoordiniert, weil ich habe es gerade zusammengesucht, ganz schnell. Hier seht, schaut es in den Film mal bitte. Das ist eine Szene, die sieht wirklich tatsächlich so aus, und so habe ich sie auch oft erlebt. Ja? Viele Taucher unter Wasser, irgendwo haben wir auch einen Hai, glaube ich. Warte mal, da oben schwimmt er her. Ja? Hier oben schwimmt der Hai her. Er ist distanzlos, das sieht man ja. Aber ganz ehrlich, das ist ja wie auf dem Westenhellweg in Dortmund oder wie auf der Kö, würde ich wahrscheinlich hier sagen. Ne? Diese vielen Menschen, die hektisch atmen und Blasen erzeugen. Und das ist eigentlich nicht das, was ich mir mit einer Haibegegnung vorstelle. Das ist wirklich noch harmlos. Ich habe da schon viel, viel dollere Sachen erlebt. Und ja, es passiert nichts weiter. Er schwimmt dazwischen rum. Aber ich wollte euch mal einfach zeigen, wie Hai-Tourismus aus ist. Das ist auch irgendwo in Elphinstone oder Brothers oder Daedalus. Das sind die klassischen Hai-Gebiete im Roten Meer, wo der, das ist ein Longimanus, ein Hochsee, Weißspitz-Hochsee-Hai. Ja, weiß ich nicht. Also, sie bewegen sich wirklich ganz langsam und ruhig. Also sie strahlen keinerlei Aggression aus. Du bist erschrocken, wenn sie plötzlich mal ganz eine schnelle Bewegung machen. Dann merkst du, wie irrsinnig schnell die sind. Aber sie strahlen eher Ruhe und Gelassenheit aus. Aber es ist respektlos. Er hat da nichts zu suchen zwischen den Menschen. Und da muss man auch wirklich den Abstand nehmen und dann richtig reagieren. Ich wollte euch so ein bisschen was erklären, wie man sich verhält. Ein großes Problem ist Hai-Tourismus mit Futter im Wasser. Man geht heute her und nimmt irgendwelche Kübel, die mit ganz vielen Löchern versehen ist, gibt sie ins Wasser rein, innen drin ist Fisch, der Geruch zieht die Haie an, das ist, was man will, aber man möchte auf keinen Fall die Haie im Beisein von Tauchern füttern. Weil dieses Füttern mit im Beisein von Tauchern führt zu Konkurrenzkampf, es führt zu Verwechslungen, es sind ganz schnelle Reaktionen, sind irrsinnig schnell die Haie in ihren Bewegungen, ja, und zack ist man irgendwie dazwischen. Also so etwas ist ein absolutes No-Go heutzutage. Wir haben auch viele Irritationen. Drüben könnt ihr mal auch selber ausprobieren, wie die Geräusche unter Wasser sich verbreiten, wie das mit Silhouetten ist, wie das mit Gewittern ist. Das sind alles so Sachen, die beeinflussen einen Hai in seiner Wahrnehmung. Das ist tatsächlich so, wenn mehrere Haie da sind, muss man immer mit dem Konkurrenzverhalten rechnen. Dass man sagt auch, wenn ich tauche, stelle ich mich senkrecht, um klar zu zeigen, ich bin kein Fisch, es gibt keine senkrechten Fische. Und ich drehe mich immer mit dem Hai rum, das wird bei Zweien schon arg schwierig. Da muss man wirklich auch auf Rücken an Rücken zusehen, dass man immer den Kontakt hält. Es ist auch tatsächlich so, dass Haie sich von hinten deutlich mehr nähern, mehr rankommen als von vorne. Ja, das können die auch wahrnehmen, so wo bei uns vorne und hinten ist. Und man muss auch sagen, kein Hai ist wie ein anderer. Haie haben eine eigene Persönlichkeit. Es gibt Spieler und es gibt Idioten. Es gibt, ja, also es gibt mit Sicherheit mehr Idioten unter den Menschen als Idioten unter den Haien, ganz sicher. Und wenn die halt eben irgendwie schräg drauf sind mal oder generell von ihrem Typus aggressiv veranlagt ist, dann ist es nicht der Hai, sondern es ist dieser Hai, der halt eben so anders ist. Ja, das sind so die Zusammenfassungen jetzt in aller Schnelle. Da seht ihr nochmal so ein Bild. Solche Sachen verändern das Verhalten der Haie gegenüber den Menschen. Da muss man sich nicht wundern, wenn der Hai zwischen den Menschen herschwimmt, wenn er so etwas gewohnt ist. Ja, wir tun alles dazu, um sein Verhalten auch zu verändern. Solche Sachen, der Punkt ist nicht umsonst da oben drauf. Anfassen von Fischen ist ein absolutes No-Go unter uns Tauchern. Ja, muss man im Prinzip nicht groß was zu sagen. Ja. Okay.
heute noch was ganz anderes. Okay, danke, kleiner Applaus.